So, rüber. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja, zum Angriff. Die überwalzen wir einfach. Ihr werdet angegriffen. Einfach keine Herausforderung. Das ist keine Herausforderung für uns. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Die sind einfach weg. Die haben uns nichts entgegenzusetzen. Die gehen einfach drauf. Feinde greifen euch an. Wow, die schlagen zurück. Ach, jetzt kommt Kampfmusik. Kampfmusik! Einfach wild drauf. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Brandschatzen. Bis in den Tod. Wie es aussieht, haben wir zwei Leute verloren. Auf in den Kampf! Jawohl, so soll es sein. So, wo ist der Kundschafter? Mitkommen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Angriff! Ja, was wollt ihr denn? Helden wird angegriffen. Nee, das ist nicht das Hauptquartier, aber... Wird gemacht. Ja! So, wo ist denn noch jemand, der sich jetzt in den Weg stellen will? Ist mir Befehl. Das ist doch alles keine Herausforderung. Da haben wir euch doch. Warum habt ihr es nicht formiert und eine ordentliche Schlacht geboten? Das hätte vielleicht mal was werden können. Aber nein, ihr müsst ja in euren Einzeltruppen überall zu Hauf alleine stehen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Tja. Und darum sollte man niemals alleine rausgehen. Ansonsten kommt einfach so eine Horde von Bastardenschwertkämpfern so überwalzt ein. Euer einen. Wunsch ist mir Befehl. Sofort. Wir erledigen das. Jawohl. Ja, Herr. Vor allen Dingen haben die doch gesehen, der andere Außenposten wurde übernommen. So und die machen hier keine Verteidigungsmaßnahmen. Jawohl. Das kann ich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das kann ich. Wir hier unten dürfte noch was sein. Ja, da ist auch was. Ja, lehrt sie das Fürchten. Feinde greifen euch an. Aber man muss da draufklicken, damit da irgendwie Rebellentruppen schwer im Dorf aus und versorgen die verängstigte Bevölkerung. Die Verteidigungsstellung der Barbaren haben in ihrer Wut nichts entgegenzusetzen. Ein kleiner Junge nähert sich darum und übergibt mir eine Nachricht. Darius Mine hält sich mit jeder Zelle der Nachricht auf. Großartig! Drake ist endlich angekommen. Die Truppen der Ordensritter sind auch bald hier. Ich werde viel mit ihnen zu besprechen haben. Ein Alchemist. Oh, Drake hat Leute mitgebracht. Ein neuer Auftrag. Dafür sind wir genau die Richtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Es ist Zahltag. Neuer Auftrag haben wir gerade nicht. Toll. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung. Gruppe 0 schicken wir hier rüber. Hier habe ich nämlich ein Dorfzentrum gesehen. Das besetzen wir. Schwefel, oh, wir kriegen ja alles, was wir brauchen. Wir werden ja richtig verwöhnt jetzt gerade. Okay, wer ist es? Der Gelehrte. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein.
wenn wir hier einen Bauernhof hinsetzen, dürfte der da entlastet werden. Das heißt, da dürfte dann der Platz sein. Also setzen wir den da hin. Denn sein muss. Haben wir irgendwo noch einen Wohnhausplatz? Ja, haben wir. Wunderbar. Die Steine sind da. Seht durch mein Fernglas. Ja. Noch mehr Schwefelminen hier. Das ist ja wunderbar. So, hoffen wir, dass der Plan aufgeht. Meister. Er ist aufgegangen. So, da können wir noch eine weitere Hütte hier hinbauen. Na, dahin. Gut. Schaut in die Ferne. Es ist Zahltag. Noch mehr Stein. Schaut in die Ferne. Da ist noch seine Schwefelschacht, der dazugekommen ist. Sieht das richtig? 21.000 sind da drin. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Fertig. Schaut in die Ferne. So, jetzt haben wir uns auch wunderbar ausgestattet hier. Wir brauchen noch eine Büchsenmacherei. Also Lundenschloss. Aber sicher doch. So, füllen wir erstmal unsere Armee wieder auf. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Wir kümmern uns darum. Wir zeigen den Ohrensrittern mal, dass wir selber auch eine Armee haben. Seht durch mein Fernglas. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. So, speichern. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. Ohrensritter. Hauptmann der Ohrensritter. Ohrensritter, Bataillon. 12 Victrix meldet sich zum Dienst. Wir dienen König Dario. Unser Bataillon hat es als einziges über die Brücke geschafft, bevor die Flut sie wegspülen konnte. Die restlichen Truppen der Armee werden folgen. Mein König, wir werden unser Bestes tun, um die Lücken zu schließen. Oh. Aber wunderbar. Ja. Wenn wir schon so ein Ohrensritter-Bataillon bekommen haben, das ist dann Armee 2. Es ist Zahltag. Ah, jetzt haben wir die auch noch zu Armee 1 gemacht. Wegen, so, das ist Armee 1. Das ist Armee 2. Wir kümmern uns darum. So soll es sein. Ja! In Ordnung. Das sind 6 Truppen. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Forschung 6. Plus der Hauptmann, dann belassen wir das einfach mal kurz dabei. Wir kümmern uns darum. Wie ihr befehlt. Ja. Das ist schon eine eindrucksvolle Streitmacht, die wir jetzt versammelt konnten. Ja. Also auf Drake. Der Helias, Pilgrim und Ari mitgebracht hat. Seht her. Schaut in die Ferne. Ja. Ja. So, gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Ja, ja. Hier so an den Fluss stehen wir einfach kurz im Bauernhof. Und das Wohnhaus stellen wir da rein.
Hier müssen wir noch ein Lager reinstellen, weil denn hier sind Veredelungsgebäude und die müssen wir nun ja ebenfalls mit Rohstoffquellen versorgen. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Fertig, Meister. Kiste! Schaut in die Ferne. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Mit Vergnügen. So, Quicksave. Dann sehr quatschen wohl. Wir mal mit Drake. Ja. Drake, Helios, Pilgrim, Ari? Aha, schön euch zu sehen. Wie habt ihr das all nur hinbekommen, euch zu treffen? Helios und ich haben uns in der letzten Stadt getroffen. Pilgrim und Ari haben wir dann auf dem Weg in einer Taverne aufgelesen. In einer Taverne? Was treibt man denn in so einen Schuppen? Ein ruhiges Zimmer mit einem Bett. Ich musste dringend meinen Schönheitsschlaf nachholen und Pilgrim war zufällig auch gerade in der Taverne. Pilgrim? War der auch müde? Du willst es nicht wissen. Okay. Pilgrim hat sich offenkundig besoffen. Wie dem auch sei. Es ist schön, euch hier zu haben, Freunde. Wir haben hier einige wichtige Sachen zu erledigen. Wir müssen die Stadt befreien. Wie ihr sehen könnt, ist sie schwer befestigt und gut bewacht. Ich habe absolut keine Idee, wie... Ich wüsste da was. Wir haben eine Karawane getroffen, die Kanonen transportiert hat. Hierher. Soweit ich das erkennen konnte, handelt es sich um Söldner, die von den Barbaren angeheuert wurden. Ari hat ihr Lager ausfindig gemacht. Es befindet sich hier am Flussufer. Ihr Anführer ist Kanonenmeister Billy, ein ruchloser, dem Gold verfallener Soldat. Ihr Lager wird von starken Barbarentruppen bewacht. Den Kanonenmeister könnte man bestechen, aber wie bekommen wir einen Boten an den Wachen vorbei? Ich habe ihre Patrouillen und Reserven beobachtet. Sie bewachen die Brücke, wahrscheinlich weil sie vor unserer Präsenz hier Wind bekommen haben. Wir müssen die Truppen an der Brücke dezimieren. Das wird sie dazu zwingen, ihre Wachen vom Lager abzuziehen. Das könnte unsere Chance sein, wenn wir in diesem Moment einen Dieb an das Lager anschleusen. Könnten wir den Kontakt mit dem Kanonenmeister aufnehmen. Ich denke, 5000 Goldstücke sollten ausreichen, den Mann auf unsere Seite zu bringen. Oder wir brechen auf die gute alte Art einfach durch. So oder so sehe ich gute Chancen, die sollten auf unsere Seite zu bringen. Wenn wir nur tapfer genug kämpfen. Die Ruinen bei den Brücken dürften mittlerweile weggeräumt. Bei der Brücke dürften mittlerweile auch weggeräumt sein. Yay, wir haben die Helden. Die Heldentruppe ist vereint. Natürlich. Die Ruinen sind weggeräumt, das heißt, wir könnten bauen. Ja. Auftrag, Weg zum Ruhm. Lenkt den Gegner ab, um einen Agenten auf die andere Seite zu schmuggeln und den Kanonenmeister zu bestechen. Das wird uns erlauben, einen Überraschungsangriff zu starten. Zerstört die erste Verteidigungslinie mit Belagerungskanonen oder Drakes Spezialfähigkeiten. Wenn Verstärkung eintrifft, habt ihr die Möglichkeit, den Kanonenmeister zu erreichen oder einfach die Brückenverteidigung zu überrennen. Das wird die Söldner dazu veranlassen, die Seiten zu wechseln. Das Lager da unten war also das Söldnerlager. Gut. Seht durch mein Fernglas. Seht durch mein Fernglas. Schauen wir uns halt noch ein bisschen um hier. Wir haben ja jetzt ja Zeit. Seht durch mein Fernglas. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... So, eine Büchsenmacherei können wir jetzt gebrauchen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war da macht die sich gut. Ich vergesse nämlich bei dieser netten, Lichtung. Dann brauchen wir aber noch mehr Wohnhäuser und Bauernhöfe. Ich bin fertig. Und zwar da. Und da. Also erstmal da. Ja. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Es ist Zahltag. Na, da ist noch eine Kiste, stimmt ja. Dario! Okay, hier haben wir eine neue Truppe, also nehmen wir da Gruppe... Gruppe 8. Wir brauchen keine Abräumtruppe, das heißt, die Helden sind Gruppe 8. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen?
So, dann war hier noch eine Kiste. Da schicken wir die Helden los, um die Kiste zu öffnen. Für euch doch immer. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ja. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ein Lager wollten wir hier noch hinbauen, damit die nicht mehr so weit latschen müssen. Die Veredler hier. Das Lager lässt sich wunderbar dahin bauen. Wenn's denn sein muss. Muss sein. Fertig. Sicher das. Nichts da. Lieber als das. So, da haben wir schon. Da haben wir jetzt schon eine ordentliche Armee und die wird noch ordentlicher. Wenn wir dann erstmal die Scharfschützen haben. Und die Kanonen bekommen wir, wenn wir die Söldner kriegen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Büchsenmacher nimmt seine Tätigkeit auf. Können wir noch kurz warten, bevor wir die Scharfschützen rekrutieren. Wir können aber kurz mal einen neuen Kundschafter ausheben. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Kanonen, Gießerei vielleicht auch. Nee, lassen wir mal lieber. Wir bauen hier erstmal noch so ein Wohnhaus. Da noch so ein Bauernhof. Und die Kapelle danach bauen wir auch aus. Geschafft. Meisterschütze gut. 1, 2, 3. So, dann heben wir, glaube ich, so 8 Trupps Scharfschützen aus. 8 Trupps Truppitzen, was weiß ich. 8 Trupps Schaftruppen. Oder Tarfschruppen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Wird sich gleich regeln. Wo kommen die her? Das sind die Priester auch. Aber wo sind die sonst gewesen? Hinten sind jetzt 2 Plätze frei geworden. Aber wo kommen hier die her? Kann ich jetzt Feierabend? Ach, hier sind jetzt die ganzen Gelehrten reingegangen. Und dann ist hier jetzt frei, ganz frei geworden. Na toll. Hier in der Nähe des der ganzen Zäune macht sich auch eine Kanonengießerei wunderbar. Ja. Bäh. Leider war nichts drin. Das ist natürlich tragisch. Ja. Und dann haben wir den so, Einsatzgruppe 0, wir brauchen ja. Dach, Chef. Ausbau fertig. Ich bin wirklich sehr hungrig. Sorgt bitte für mehr Bauern. Das ist ein Scherz. Der Tag der Abrechnung. Es ist einfach. Steuern und Sold werden gezahlt. Das ist einfach ein Scherz mit denen. Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Kanonengießer nimmt seine Arbeit auf. Mhm. Aber der Kanonengießer hat natürlich einen Fressplatz, ist klar. Das Gebäude ist ausgebaut. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Heureka! Beeindruckend. Hier ist aber noch was. Aber gern. So. Hallo. Machen wir eine 6. Truppe? Ich glaube, wir machen eine 6. Truppe, ja. Machen wir da Armee 3 draus. Ausbauen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wir haben den Buch, die Bücherei noch nicht erforscht, dann machen wir das noch schnell. Und Chemie haben wir auch noch nicht erforscht, das werden wir auch noch gleich machen.
Das Gebäude ist ausgebaut. So und so. Gezogener Lauf wurde erforscht. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, ich muss ganz kurz husten. Sekunde! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah, das ist immer höchst unangenehm. Ich tue mein Bestes. Jawohl. So, so eine Scharfschützentruppe. So, und hier können wir formschön Kanonentürme entstellen. Kein Problem. Natürlich. Nichts lieber als das. Ausbau vollbracht. Hier wird gerade richtig viel ausgebaut. Seht durch mein Fernglas. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Schaut in die Ferne.